Ja, was jetzt europaweit ja ein großes Thema ist, ist immer Arbeitsplätze schaffen. Arbeitsplätze schaffen, das sagen alle Politiker. Doch die Arbeitsplätze werden doch ständig übernommen, ständig, und zwar von der Technik. In der modernen Landwirtschaft, zum Beispiel in Europa, da mäht, jätet und melkt alles von selber. Haben Sie gewusst, 10% der europäischen Kühe haben jetzt schon Beschleunigungsbänder mit einer SIM-Karte. Und wenn die fruchtbare Kuh sich anders bewegt aufgrund der Fruchtbarkeit, dann schickt die Kuh über das Band, über die SIM-Karte ein SMS an ihren Bauern. Also das ist schon witzig, die fruchtbare Kuh schreibt ihren Bauern ein SMS. Da habe ich mich auch gefragt, ja, was schreibt die da, die europäische Kuh? Ja, wahrscheinlich ruft die Bullen. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schreibt sie doch in Klammer bitte die ohne Mütze, weil da müsste der Kommissar schon sehr motiviert sein. Ja. Aber man muss das offenbar sagen, so eine moderne Kuh ist eine arme Sau. Also wenn die zölibatär leben will, die muss sich auf der Weide ein Funkloch suchen. Ja, es ist erschreckend. Heutzutage wird alles automatisiert, das haben sie auf der IFA gezeigt, es braucht ja keine Menschen mehr, weil das Klo der Zukunft, wenn man dort hinein uriniert, entnimmt das Klo von selber eine Urinprobe, ist der pH-Wert Zuckergehalt außerhalb der Norm, schickt das Klo von selber ein E-Mail an den Computer vom Internisten, den Arzt braucht es da auch nicht mehr, der Computer vom Internisten erstellt einen Ernährungsplan, schickt den als WhatsApp-Meldung an meinen Kühlschrank und mein Kühlschrank schickt ein Bestell-SMS an den Supermarkt. Und das Größte ist, das passiert alles, bevor ich den Hosenschlitz zugemacht habe. Das ist schon ganz eine starke Leistung. Ja. Ja, der Europäer der Zukunft wird verwöhnt. Im Garten fährt der Rasenmäherroboter, im Schwimmbecken der Poolcleaner, im Haus drinnen der Saugroboter. Also ich vermute, ich werde irgendwann am Sofa sitzen und mir denken, Mann, mir ist fad. Ja. Vielleicht werde ich aus Verzweiflung den Saugroboter fragen, ob ich mal kurz selber wischen darf. Und er wird dann wahrscheinlich sagen, Finger weg. Ja? Also ich glaube, wenn das so weitergeht, die menschliche Existenz läuft ja bald unter dem Begriff betreutes Vegetieren. Also ich glaube ja persönlich, wir Menschen werden bald nur mehr die Arbeit machen, wo die Maschinen sagen, also darauf habe ich echt keine Lust. Ja, ja, die Arbeit ist bedroht, aber auch die politische. Das ist ja vielleicht ein Glücksfall. Mittlerweile die politische auch vom Jenseits. Haben Sie das gelesen? In einer italienischen Kleinstadt wurde jetzt ein Verstorbener zum Bürgermeister gewählt. Ein Verstorbener. Die Wähler dort haben gesagt, ja, wir haben uns die Gegenkandidaten angeschaut, der wirkt dynamischer. Ja. Ja, die haben gesagt, in dem steckt mehr Leben drinnen. Also das ist interessant. Vielleicht ist es die Zukunft. Ein toter Politiker ist ein guter Politiker. Und ich muss sagen, Moment. Wenn das die Zukunft ist, dann muss ich als Österreicher schon sagen, also da hat der Jörg Haider schon wieder einen Trend erkannt. Naja. Aber es ist ja... Es ist ja interessant, tote Politiker wählen. Jetzt habe ich endlich den Satz verstanden, dass man bei der Wahl sagt, dass man seine Stimme in eine Urne wirft. Ja? Da war ja die Sprache der Realität wieder voraus. Ja? Also ich glaube, wenn in Zukunft tausende Menschen zum Friedhof gehen, da ist nicht mehr Allerheiligen, da ist Europawahl. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.